Ich hab ihm wenigstens. Ich wollte ihm wenigstens Bescheid sagen. Wenn der nicht aufpasst, ne? Kann man nichts machen. Ah, der wird sein Leben lang da verrotten. Ach ja. Keine Herausforderer? Ne. Wir haben einen Gast. Gerald von Riva persönlich für dich. Das ist er. Das stimmt. Für die Rettung, Fremder. Ohne dich werden wir die Sirenen untergehen. Ich hab keine Ahnung, wer das ist. Ich gehe einfach mal ganz unauffällig dran vorbei. Okay, von hier aus dann, was, nach Osten, also hier irgendwo, schätze ich mal, ich habe keine Ahnung, ich war da noch nicht. Fährst du morgen zum Fischen raus? Nein. Gönn doch. Wohin des Weges? Ciri sagt, dass wir einen Ort auf Skellige untersuchen müssen. Avalach verheimlicht uns eindeutig was. Als wir zusammen auf den Inseln waren, hat Avalach ein Labor erwähnt. Einmal wollte er hin teleportieren, um etwas zu holen. Und er hat sich geweigert, mich mitzunehmen. Das war alles sehr seltsam. Ausreichend verdächtig, meinst du nicht? Und was habt ihr vor? Einfach reinschleichen und rumstöbern? Genau. Kommst du mit? Na, gut. Wohin denn? Auf eine kleine Insel zwischen Undvik und Spikerok. Liegt nicht gerade auf dem Weg. Ich habe gerade herausgefunden, dass der Sonnenstein auf Artskellig ist. In einer Höhle an der Küste, an die man nur vom Meer aus rankommt. Und zum Betreten der Höhle braucht man echte Magie. Geht und findet dieses Labor. Ich erkunde Artskellig. Du kannst später zu mir stoßen. Dein Augenlicht wurde gerade erst wieder hergestellt und magisch simuliert. Sagtest du nicht, du bräuchtest eine Zeit der Eingewöhnung? Sagte ich das? Ich hatte vergessen, was für eine Schreckschraube sie sein kann. Komm, Ciri. Wir warten dort auf dich. Der Geralt nimmt den langen Weg. 2000. Kann ich da vielleicht irgendwie hinschippern? Ich kann da hinschippern. Rumtreiber. Nein. Kannst du Forellen von Saiblingen unterscheiden? Schwerter auf den Rücken. Ich weiß, wie Forellen aussehen, aber ich weiß nicht, wie diese anderen aussehen. Die Paligab-Küste. Interessant. Gönn doch. Der Eingang ist sehr gut geschützt. Und? Irgendwelche belastenden Briefe? Keller voller Leichen? Wir haben die Tür noch nicht geöffnet. Da ist eine hochkomplexe magische Barriere. Versuchen wir es. Theater erliegen. Wir haben die Wache geweckt. Ich kümmere mich. Wuhu. Easy. Ich bin erst da. Ein geheimes Versteck. Sieht gar nicht aus wie ein Labor. Der wohnt hier vielleicht. Weiß nichts. Wir müssen uns umsehen. Bisschen schäbig, findet ihr nicht? So in seinen Papieren zu wühlen? Das war doch deine Idee, meine Liebe. Ein Porträt von Ciri, glaube ich. Nein, das bin ich nicht. Wo ist die Narbe?
Natürlich bist du das. Er hat dich gut getroffen. Bist du sicher, dass Avalach nur an deinen magischen Fähigkeiten interessiert ist? Sehr witzig. Schau, Gera. Boah. Was ist los, Hexe? Da war doch gerade eben jemand hier. Avalach ist auf dem Schiff, das wissen wir. Und wenn nicht? Schluss damit. Ein Destillat riecht nach... Verbena. Aha. Aha, was? Noch nichts. Manchmal gehst du mir ziemlich auf die Nerven. Kräuter? Nicht sehr verfänglich. Warte, wir sind noch nicht mit dem Labor fertig. Hä? Was soll das jetzt in Unterhaltung? Was ist das hier? Als hätte ich das Schlafzimmer von jemandem betreten. Als ob hier jemand wohnen würde, ne? Gucken wir mal. Es ist halt echt so. Irgendjemand ist hier doch noch. Yen! Stammbaum des Enhen Ichier, des älteren Blutes, von Lara Dorn. Bis zu mir. Du hast mir nie den ganzen Stammbaum gezeigt. Ich wusste nicht, dass Wiedemond von Edirn auch mein Vorfahr war. War das der, der seine Töchter mit einem glühenden Eisen bestraft hat? Oder hat er seinem Vater die Augen ausgestochen? Der mit den Töchtern. Nicht mal ich habe bisher die vollständige Version gesehen. Offenbar hat Avalach alle Pfade des Lara-Gens analysiert. Auch die, die wir für ausgestorben hielten. Sehr interessant. Was wolltet ihr damit bezwecken? Götter. Er hat über 2 Jahrhunderte damit verbracht. Er war der Erste, der das Lara-Gen studiert hat. Falker? Einige Einträge über Ciri. Aber richtig interessant wird es erst später. Hier, er hat tatsächlich versucht, eine Genmischung wie die von Ciri zu züchten. Aber eine ohne den menschlichen Anteil. Was soll das heißen? Dass ich mich nach Riesengläsern mit meinen Geschwistern drin umsehen darf? Sei nicht albern. Avalach ist nie so weit gekommen. Offenbar sind all seine Experimente fehlgeschlagen. Du bist einzigartig. Und darum müssen wir mit der wilden Jagd fertig werden. Suchen wir weiter. Mal sehen, ob wir nicht noch was Interessanteres finden. Also der wollte diese göttlichen Wesen da erschaffen, aber als reine Elfen, oder wie ist das hier? Ist schon ein bisschen egoistisch. Wen haben wir denn hier? Ei, wer bist dann du? Seid ihr hier hineingekommen? Wer bist dann du? Wer bist du? Das geht dich nichts an. Verschwindet, sofort. Du? Ich erinnere mich an dich. Von Tirnalia. Bemerkenswert. Ich dachte, für euer Volk sehen alle Elfen gleich aus. Wenn ihr Avalach sucht, der ist nicht hier. Ich weiß. Und doch kommt ihr her? Wozu? Um ihn auszuspionieren? Er tut sein Bestes, um dich jedes Mal zu retten, wenn du was Dummes tust. Reicht das nicht? Was kannst du überhaupt davon wissen? Du würdest staunen. Er hat mir eine Menge über dich erzählt. Was denn zum Beispiel? Er sagte, du sähst Lara ähnlich. Was immer er gesehen hat, ich sehe es nicht. Als würde man versuchen, Wasser aus einer Schlammpfütze zu trinken. Aber ich kann mir denken, dass dieser Glaube ihm bei seiner Aufgabe hilft. Bei welcher Aufgabe?
Meinst du, er rennt dir zum Spaß hinterher? Sogar mich macht dein Anblick krank. Unglaublich, wie deinesgleichen sich immer noch einbilden können, den Menschen überlegen zu sein, in irgendeiner Hinsicht. Sie ist kein Mensch. Sie ist ein degenerierter Mischling. Keine Wahl zu haben, so etwas benutzen zu müssen, wie erniedrigend. Noch ein Wort und... Was? Du änderst gar nichts. Sie muss tun, was sie tun muss. Dann ist Avalach sie endlich los. Wenn er mich so hasst, warum hat er es mir nicht ins Gesicht gesagt? Bedeutet Avalach dir so viel? Was hat denn das damit zu tun? Wenn Sie mich so verachten, sollen Sie mich doch in Ruhe lassen. Verdammten rassistischen Elfen. Unglaublich. Ciri. Was? Hast du Angst, dass ich die Bude hier einebne wie Kaer Morhen? Schade, dass ich das nicht absichtlich machen kann. Mir ist nämlich danach. Beruhige dich. Die Elfin hatte recht. Oh, solltest du mich nicht aufmuntern? Du trägst Laras Gen. Daran kannst du nichts ändern. Du hast auch ihr Talent und ihre Kräfte geerbt. Diese Elfin würde ein Jahrhundert ihres Lebens dafür geben, so wie du zu sein. So hat sie aber nicht gewirkt. Du wurdest mit einer großen Gabe geboren. Und nur du kannst entscheiden, wie du sie einsetzt. Was ist das? Eine Kette. Lara Dorns. Sie ist schön. Aber... Sie ist dein. Gehen wir. Ich kann diesen Ort nicht mehr sehen. Okay. Also die Elfen halten sich für was Besseres und wollen diese Macht für sich selbst haben, um diese Wesen mit dieser Macht zu erschaffen, die reine Elfen sind ohne den menschlichen Anteil. Das ist schon hart. Jetzt hat sie erfahren, dass er sie die ganze Zeit gehasst hat, weil sie nicht rein genug ist, ne? Kennt man ja noch von irgendwoher. Müssen wir sofort zum Boot zurück? Willst du noch etwas anderes sehen? Hier nicht. Auf Hindersfjall, in Lofoten. Da habe ich einen jungen Mann getroffen, Skjall. Und ich würde gerne... Der ist leider hinüber. Was denn? Ciri, Skjall ist tot. Die wilde Jagd. Alle? Niemand hat überlebt? Skjall ist später gestorben. Bist du sicher, dass er es war? Hast du ihn gesehen? Ich war dort. Ich habe seine Leiche gesehen. Besuchst du sein Grab mit mir? Ich will mich verabschieden. Ich gehe mit dir. Danke. Kannst du ein Portal nach Hindersfjall öffnen? Kann ich. Kann losgehen. Kommt bald wieder, ja? Bis dann. Sehen wir uns um. Es müsste ja ein frischer Grabhügel sein. Danke, dass du mitgekommen bist. Ich kann Friedhöfe nicht leiden, schon gar nicht, wenn ich alleine bin. Ich mag Friedhöfe auch nicht. Warum nicht? Diese Arbeitsatmosphäre. Ich war noch nie auf einem Friedhof, um jemandes Grab zu besuchen. Ich habe immer nur Ghule und Moderhäute gejagt. Ach.
Ich wäre ehrlich gesagt lieber auf Vertragsbasis mit einer Hexeraufgabe hier. Lasse, Sohn von Njord. Olaf, Sohn von Ovar. Inge, Tochter von Trotnir. Verdammt! Er ist nicht hier! Skjall hat kein Grab! Geralt, ich gehe erst, wenn ich ihn begraben habe. Denk nach! Die Leiche, was ist aus ihr geworden? Sie haben sie nicht verbrannt. Diese Ehre ist Königen und Helden vorbehalten. Im Garten haben sie ihn wohl auch nicht gelassen. Ah, diese Bastarde! Was? Hinter dem Dorf ist eine Grube. Da werfen sie Schafe rein, die an Klauenseuche krepiert sind. Nachts fressen Krabben an den Knochen. Wenn er da... Ich weiß ja nicht. Oh. Ah, das ist er. Weil sie ja unbedingt dachten, er wäre ein Verräter, aber im Endeffekt war er es ja gar nicht. Schon längst hätte tun sollen. Skjall begraben. Ihr begrabt den Feigling? Ihr missachtet den Erlass der Ältesten. Fort mit euch, schert euch weg. Ihr schändet unsere Gesetze. Die sind für uns nicht bindend. Klar, und Respekt vor unseren Gebräuchen habt ihr auch nicht. Bingo. Der Feigling gehört in die Grube. Skjall hat euch verdammt nochmal das Leben gerettet. Die wilde Jagd war hinter mir her. Wenn Skjall mich nicht weggebracht hätte, dann wäre Lofoten jetzt ein Häufchen Asche. Was sollten die Geister denn von irgendeinem Mädel wollen, das... Ich bin nicht irgendein Mädel. Das erfährt jeder, der dieses Grab auch nur anrührt. Auf die harte Tour. Niemand wird es anrühren. Gräber zu entweihen, nun, das ist das Einzige, was die Ältesten noch härter bestrafen als die Flucht vom Schlachtfeld. Was du sagtest, wir wissen nicht, was da dran ist. Jetzt werden die Götter Skjall richten. Gut, dass wir hergekommen sind. Du hast ja keine Ahnung, wie sehr mir das auf dem Herzen lag. Wenigstens spucken sie jetzt nicht mehr auf seinen Namen. Gehen wir. Zurück zum Boot. Zurück zum Boot. Sind wir von hier weg? Und dann geht's rund. Oh. Ne? Auf zur Bucht, oder wie war das? Nee, warte mal, da war doch... Ja, eben hier, das hier. Kann ich das? Also ich brauche ein Boot dafür auf jeden Fall. Da oben? Okay, das heißt, ich muss hier ein Boot nehmen und außenrum fahren. Kann ich eigentlich hier durchfahren? Ist das... Geht es da durch? Ich schnappe mir mal da vorne das Boot und gehe mal darüber gucken. Ansonsten muss ich halt außen rumfahren. Nein, nein. Oh Gott. Hä? Was ist denn das jetzt? Ich habe B gedrückt. Warum taucht der noch unten, wenn ich... Willst du mich verarschen gerade? Alter Geralt.
Das ist nicht cool. Könnte sein, dass ich hier durchkomme. Das sieht gut aus. Bisschen eng da vorne, aber kein Problem. Mehr als genug Platz. Ach nee. Nee, warum? 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 Jetzt fliegen sie weg? Will mich verarschen? Wofür bin ich denn jetzt hier? Hallo? Ciao, ich fahre jetzt einfach vor dem weg, ist mir egal. Die kriege mich nicht. Verdammt nochmal, geh weg. Nix gibt's. Ja, irgendwie passt das schon. Einfach großartig. Bin doch. Hey, sieh dir das an. Ey, was ist denn los? Ja. Ich bin erst da. Und jetzt? Lässt du dir neue Augen wachsen wie Wilgefortz? Ich weiß noch, als ich ihn umbrachte, da waren sie noch nicht ausgewachsen. Sahen ekelhaft aus, aber... Diesen Perversling erwähnst du wohl rein zufällig. Klar. Ich habe auch von einem reichen blinden Zwerg aus Mahakam gehört. Muss ich verstehen, was die Sirene hier drin macht? Ey. Ich hole mir erstmal das hier hinten. Sirene, die will nicht. Sie wurde von Ertrunkenen geschützt. Mann, sind das viele. Hoffentlich willst du hier nicht im Arsch rumfingern. Wir haben hier schließlich was vor. Hat die mich gefragt, gerade ob ich in irgendjemandes Ass rumfingern will?